Herzlich willkommen bei In die Ferne. Ich habe sehr von den Tipps und Hinweisen profitiert, die andere Leute mir gegeben haben für meinen Ausbau. Manche Sachen habe ich einfach selber ausprobiert und rausgefunden durch Trial and Error. Und deswegen teile ich heute in diesem Video die besten Vanlife-Gimmicks, die mir so untergekommen sind, was eure besten Tipps waren und welche Hacks sich sozusagen bei mir bewährt haben. Punkt 1, Magnete. Aber Obacht, die muss man auf jeden Fall beschichten. Und zwar entweder kann man das mit Kreppband machen oder mit dünnem Filz, also nicht zu dick nehmen, sonst verlieren die die Kraft. Und zwar guckt ihr da einfach nach Neodym-Magneten und guckt, wie viel Kilogramm die halten. Es gibt da welche, die halten 32 Kilo. Wichtig ist nur, wenn sie an der Decke angebracht sind, quasi wo die Kraft, wo das Gewicht nach unten geht, halten sie mehr. Wenn sie aber an der Seite angebracht sind, halten sie weniger. Das müsst ihr mit einberechnen, wenn ihr nach welchen Gewichtsklassen ihr da guckt. Und wenn die beschichtet sind, dann bleibt der Lack auch heile und dann kann man damit so Sachen anbringen wie den Besen. Und zwar überall da, wo Metall von der Karosserie ist. Ihr könnt aber auch Sachen wie die Vorhänge damit anbringen oder solche Hängeraufbewahrungen, die aus Stoff sind, die halten die auf jeden Fall ohne Probleme. Natürlich geht auch sowas wie Handtücher, Geschirrhandtücher oder falls man mal sonst irgendwas aus dem Weg haben muss oder einen Vorhang einfach zur Seite haben will. Auch mein komplettes Vorhangesystem hinten an der Heckklappe habe ich so befestigt. Das ist auf jeden Fall, was sich bewährt hat bei mir. Punkt 2, das Magnetboard. Und zwar gibt es hier, und das kann man auch so kaufen, kann man sich aber auch selber machen. Das sind so Holzboards, wo du hinten einfach nur ein Loch reinfräst, sägst und in dieses Loch kommt dann ein Magnet rein und damit der da drin bleibt, ein bisschen Silikon an den Rand. Und das hält natürlich auch überall da, wo Karosserie ist. Und es sieht nicht nur hübsch aus, je nachdem, was für ein Holz das ist. Ne? Da ist halt nicht nur hier nackte Karosserie, sondern durch diese Magnete da hinten kann man auch Steck daran anbringen, hat ein bisschen mehr Platz hier auf der Arbeitsplatte oder so, hat mal schnell auch einen Löffel griffbereit, brauche ich immer, damit ich schnell an den Kaffee komme. Ja, und kann vielleicht ein bisschen hier Platz sparen und hier ein bisschen Besteck hier auslagern nach oben, wenn alles, was man so schnell braucht, griffbereit haben muss. Punkt 3 sind Kühlboxen, die ohne Strom funktionieren. Ich habe ja sehr, sehr lange nach einer Kühllösung für mich gesucht und am Ende habe ich eine gefunden. Also da ist quasi Luft das isolierende Prinzip. Ist einfach eine Kartonbox mit doppelten Wänden und dazu gibt es dann Akkus. Das sind so Akkus mit Spezialkühlgel und genau, wenn man die halt mit dieser Art von Boxen verwendet, halten die zwischen 4 bis 5 Tagen im Sommer auch. Ich habe es mehrfach getestet und das hat dafür gesorgt, dass ich natürlich keinen Strombedarf hatte. Ihr habt mir ganz viele Tipps dazu geschrieben, habt geschrieben, Styroporboxen haben bei euch auch funktioniert, ja, diese Lieferkisten und so. Wichtig ist, glaube ich, nur, dass dieses Isolierprinzip da Luft ist und dass ihr nicht die normalen Kühlboxen nehmt. Also es gibt ja auch welche, die ihr an den 12-Volt-Anstecker anschließen könnt. Also mit denen funktionieren die Akkus, halten die nicht so lange. Und dann hat jemand noch geschrieben, anstelle dieser Akkus mit dem Spezialkühlgel kann man auch einfach PET-Flaschen nehmen und die einfrieren und dann würde das genauso halten, so lange halten. Das weiß ich natürlich nicht und ich habe mir gedacht, wie wäre es, wenn wir das einfach testen? Wenn ihr wollt, dann gebt doch diesem Video einen Daumen nach oben, denn dann weiß ich, dass ihr vielleicht Bock darauf hättet, dass wir das mal testen. Direkten Vergleich, wie lange halten die Kühlakkus in den Boxen, wie lange halten einfach nur PET-Flaschen mit Wasser? Macht das irgendeinen Unterschied und macht das vielleicht auch einen Unterschied, je nachdem, welche Box man da nimmt. Ob das jetzt eine Styroporbox ist oder eben eine von diesen doppelwandig isolierten Kartonboxen. Wenn euch jetzt genau interessieren sollte, was es mit diesen Kühlakkus und dieser Box auf sich hatte, verlinke ich euch hier oben das Video zu dem Thema. Da erkläre ich alles nochmal im Detail und zeige halt auch, wie ich da meine Box gebaut habe und so und welche Möglichkeiten es gibt. Punkt 4 ist meine Duschvorhangstange, die ich hier als Vorhangstange benutze. So eine Karosserie ist ja nicht gerade, sondern halt auch gebogen und verläuft halt uneben und dann weiß man manchmal nicht, okay, an welcher Stelle, in welchem Maß soll ich jetzt eine Vorhangstange nehmen, wie befestige ich die? Und diese Duschvorhangstange hat halt eine Feder eingebaut, das heißt, man kann die genau auf die Breite bringen, die man braucht und dann ist sie auch unter Spannung und hält da auch. Also die rutscht hier nicht einfach weg, sondern sitzt hier sehr sicher drin. Und funktioniert halt für verschiedene Breiten. Kriegt ihr im Badezimmerbedarf und so einfach ganz normale Duschvorhangstange mit Feder. Da mal gucken.
war günstig und muss man nicht lange rumfuhrwerken, muss man nicht irgendwo in die Karosserie bohren oder schneiden, muss nicht versuchen, mit Magneten irgendwie zu arbeiten oder mit Heißkleber oder wie Leute da ihre Vorhangstangen befestigt haben. Punkt 5, die manuelle Fußpumpe, die ohne Strom funktioniert. Ich kann es nicht häufig genug sagen, ich bin sehr, sehr froh, dass ich mich dafür entschieden habe und die hat sich auch bewährt im letzten Jahr, denn sie funktioniert ohne Strom. Ich bediene sie einfach nur mit dem Fuß. Komisch, dass sie dann manuelle Fußpumpe heißt, ist euch auch schon aufgefallen. Und ich kann sehr genau dosieren, wie viel Wasser oben rauskommen soll. Die ist super leise, macht nicht dieses fiese Geräusch von den elektrisch Betriebenen. Sie kann nicht einfach angehen. Also wenn es irgendwie ein Problem mit dem Drucksensor oder so gibt, habe ich nicht die Gefahr, dass hier trotzdem einfach Wasser rauskommt. Und würde sagen, das mache ich, würde ich nochmal ganz genau so auch kaufen und kann es nur empfehlen. Auf diesem Kanal gibt es ein ganzes Video nur zu dem Wassersystem, das ich mit dieser Fußpumpe da hier reingebaut habe. Wenn euch das interessiert, hier oben ist das Video verlinkt. Punkt 6 ist der Wasserhahn, den ich selber aus Kupferrohr gelötet habe. Der war günstig, also die reinen Materialkosten lagen bei 10 Euro. Klar, wenn ihr jetzt noch irgendwie den Brenner und so weiter braucht und so, dann kommt auch ein bisschen was oben drauf. Aber man konnte das halt total individuell bauen, auf die Breite, die ich gebraucht habe für die Schläuche, um das an die Fußpumpe anzuschließen. Ich kann das Teil drehen, es kommt nicht so viel Wasser raus. Ich konnte es halt schmal bauen für die Mengen an Wasser, die ich so brauche. Musste nicht so einen konventionellen Wasserhahn nehmen. Und es ist sehr viel einfacher, den selber zu bauen, als ich dachte. Und wenn ihr das jetzt irgendwie, wenn euch das interessiert, wie ich den gebaut habe, verlinke ich euch hier oben mal die Anleitung dafür, wie ich das gemacht habe. Der nächste Punkt, wenn das so sonnig ist wie heute, hat sich total bewährt bei mir, dieses Solarpack. Dass es ein mobiles Gerät ist, dass ich keine fixe Elektrik da im Wagen verlegt habe, sondern dass ich das ja dahin packen kann, wo ich es brauche, dass ich es mitnehmen kann, dass ich immer wieder aufladen kann. Und dazu auch das Solarpanel, ne? Dass ich kein Solarpanel fix auf dem Dach verbaut habe, sondern dass es halt mobil ist. Dass ich das nur mitnehme, wenn ich länger unterwegs bin, wenn ich weiß, die Menge von dem Strom aus dem Solarpack reicht mir nicht. Und dann muss ich die Karre auch nicht in die Sonne stellen, weil wenn ich nämlich so ein Solarpanel oben aufs Dach anbringe, muss ich mich immer mit dem ganzen Wagen in die Sonne stellen. Muss ich so nicht. Ich schließe das einfach an das Panel, an das Pack an und dann kann ich mit dem Panel da sein, wo ich sein will. Also es muss, ne, kann ich mit auf dem Steg irgendwie zum See mitnehmen, wenn ich das wollen würde. Oder kann halt das Pack und das Auto in den Schatten stellen und habe dann das Kabel und da ist dann das Solarpanel dran. Und was ein Riesenvorteil ist, dadurch, dass ich das Solarpanel nicht auf dem Dach habe, erkennt man halt auch nicht von außen, dass das ein Camper ist, sondern er sieht weiterhin einfach nur nach Karosserie aus. Wenn euch interessiert, wie das ganze Solarsystem mit dem Solarpanel und so funktioniert, wie ich das gemacht habe und wofür man das so einsetzen kann, was das alles kann, verlinke ich euch hier oben mal das Video, da könnt ihr euch das genau angucken. Der nächste Punkt sind wieder aufladbare USB-Lampen. Und zwar habe ich hier zwei Stück, einmal so eine. Die sind übrigens auch in der Infobox verlinkt, alle Sachen, ne? Wenn ihr da irgendwas von sucht. Könnt ihr hier an USB anschließen oder halt mit einem Mikro, mit so einem Multi-Anschluss. Und dann könnt ihr die einfach über die Steckdose aufladen und die halten ziemlich lange. Ich kann gar nicht genau sagen, wie lange, aber auf jeden Fall ein paar Wochen, je nachdem, wie viel ihr das so benutzt. Und das Coole daran ist nämlich, man braucht keine Batterien, man kann die Batterien nicht zu Hause vergessen und man muss nicht extra noch Batterien, den Müll, der da entsteht, irgendwie gesondert entsorgen. Ich habe mir aufgeschrieben, Toilette, DIY-Toilette, gutes Gesprächsthema. Ich habe nicht nur geschrieben, gutes Gesprächsthema, ich habe geschrieben, tolles Gesprächsthema. Ja, ein echter Eisbrecher auf dem Campingplatz. Ihr wisst nicht, wie ihr mit den Nachbarn ins Gespräch kommen sollt. Einfach mal die DIY-Toilette rausholen. Das ist mein Blumenkübel. Und wie sieht ihr Klo so aus? Dann klopft ihr so beim Nachbarn Helmut an und sagt, ja, Helmut, zeig dir mal ein richtig rustikales Klo. Komm mal mit rüber. Der nächste Punkt ist eine DIY-Toilette. Es gibt da draußen so viele Klos für Camper, die zum Teil mehrere hundert Euro kosten. Gerade so diese Trenntoiletten, wenn die noch aus Holz gebaut sind und weiß ich nicht was. Ich habe ja meine selber gebaut, Video verlinke ich euch hier oben. Und die Gesamtkosten liegen bei 30 Euro. Und da in dem Video könnt ihr auch genau sehen, wie das funktioniert und woraus sie besteht. Ich kann nur sagen, das Teil ist leicht, es war einfach zu bauen. Es spart Platz, ist total praktisch. Man kann halt das Flüssige von dem Rest trennen und es stinkt nicht. Also man kann, weiß ich nicht, ich finde, es hat für den Preis einfach nur Vorteile.
Ihr habt mir übrigens unter das Toilettenvideo auch viele Tipps geschrieben. Also ihr benutzt das Bivilu und so faltbare Sachen, Sachen, wo eine Feder drin ist, wo man das auch zusammenklappen kann. Manche, die wie so ein Stuhl gebaut sind. Dann gibt es welche, die sehen aus wie so ein Mülleimer mit so einem automatischen Klappdeckel und mit einem Henkel dran. Wer sich da interessiert für günstige Klo-Alternativen, guckt mal in die Kommentare unter das Klo-Video. Der nächste Tipp, ich hatte ja gesagt, ist manchmal schwierig mit Schläuchen um die Ecke zu kommen auf so kleinem Raum. Und ich habe bei mir die Lösung gefunden in einen flexiblen Schlauch, mit dem ich problemlos um die Ecke konnte. Einfach zerschnittene Teile, Schlauchteile von einem festen Schlauch zu packen. Dann hatte ich da Festigkeit, wo ich es brauche und Flexibilität, wo ich es brauche. Ihr habt mir noch einen Tipp geschrieben und zwar einfach eine Feder, eine Metallfeder oder eine andere Art von Feder da reinmachen. Da hat man ja dann auch Zwischenräume, wo man den Schlauch biegen kann und der hält ihn schön gleichmäßig auseinander. Fand ich auch ein super Tipp. Wenn euch solche Videos gefallen, dann gebt diesem Video doch einen Daumen nach oben, denn dann wissen wir Bescheid und machen mehr davon. Jeder, der von euch schon mal versucht hat, Körbe in so einem Wagen zu befestigen, weiß, it's a pain in the ass. Und zwar kann man da eine Lösung für finden, dass sie zumindest nicht hin und her rutschen. Bei mir habe ich die Lösung genommen, Nägel von unten durch das haltende Brett zu schlagen. Das ist wieder eine sehr rustikale Lösung, das möchte vielleicht nicht jeder von euch so machen. Aber es gibt zum Beispiel für Blumengestecke kleine gebogene Metallnadeln, die kann man dann von oben durch den Korbboden schlagen und dann halten die so im Brett. Ansonsten geht natürlich auch kleine Löcher reinbohren und einen Kabelbinder nehmen. Oder ihr befestigt die Körbe lieber von außen und das ist nämlich der nächste Punkt. Und zwar ein Gummiband, das man spannen kann und ziehen kann durch so Augenschrauben, so Ösenschrauben. Das heißt, genau, das ist ein bisschen mit ein bisschen weniger Verletzungsgefahr verbunden im Zweifelsfall. Ne? Für alle, die gerne in Lebensräumen mit abgerundeten Ecken leben, ist das vielleicht was. Da spannt man dann das Gummi beschichtetes oder von draußen bezogenes Gummi rum, macht einen Knoten rein, läuft durch die Ösenschrauben und dann schraubt man die einfach da fest und dann hält es Körbe, Zeug im Regal an Ort und Stelle oder wenn man große Boxen hat, zum Beispiel unterm Bett oder so, dann rutschen die während der Fahrt nicht einfach raus. Ich habe ja schon in dem einen oder anderen Video gesagt, dass eines der nervigsten Dinge ist, dass man hier in diesem Wagen die Heckklappe nicht von innen öffnen kann und dass sie immer durch die Schiebetür raus muss. Es gibt aber Leute, findige Menschen, die haben dafür Lösungen gefunden und zwar der DIY Microcamper, den gibt es auf Instagram. Der hat eine manuelle Lösung für die Kombo-Hecktüren gefunden mit so einem Zugseil. Da gibt es ein Video in dem Feed, müsst ihr einfach mal gucken. Verlinke ich euch auf jeden Fall unten in der Infobox seinen Kanal. Und Chris Caddy Vanlife, auch bei Instagram, die hat eine Lösung für die Heckklappen mit Schalter elektrisch und hat wohl auch schon einigen Leuten geholfen, das einzubauen. Der Kombo kriegt auch eine Heckklappenöffnung von innen, aber erst im Sommer, weil da gibt es halt hinten so Pinöppel und die können brechen. Die kann man zwar relativ günstig im Internet nachbestellen, aber je wärmer es draußen ist, umso geringer ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass die brechen. Also falls ihr da mal ran wollt, diese Pinöppel, die Verkleidung hinten dran halten, damit ihr an den Mechanismus kommt, die kann man nachkaufen. Das nächste sind die Hängenetze und zwar gibt es davon diverse Ausführungen. Ich hatte jetzt hier eins schon drin, das ist so mit so Clipshaken, kann man die befestigen an der Verkleidung irgendwo. Und zwar sind die leicht und flexibel, vielseitig einsetzbar. Ich benutze die manchmal für Gemüse, manchmal um die unter der Decke zu spannen und da vielleicht Kleidung besser transportieren zu können oder aus dem Weg zu schaffen, je nachdem, was man gerade im Wagen macht. Die gibt es auch als Hängenetz, sagen wir mal, oder als Netzfächer zum Anschrauben zusätzlich. Wenn ihr also irgendwie Holzmöbel da drin habt und noch freie Flächen oder so, könnt ihr da für Stauraum diese Dinge einfach anschrauben. Dann hat eine Seite so einen Plastikrahmen und die andere Seite hat ein Netz. Wenn ihr noch irgendwo Kleinzeug unterbringen wollt, ist das gut, um in so einem Raum Ordnung zu halten. Und der letzte Punkt ist ein smarter USB-Lichtstreifen. Ich habe das Teil bestellt, das ist eigentlich so ein Lichtstreifen, den man hinter den Fernseher macht, damit man halt nicht auf so harte Lichtkontraste irgendwie guckt, wenn man da was schaut. Und das kam an mit, weiß ich nicht, man kann da viele, hat da verschiedene Farben und man betreibt das Ding über USB. Ich habe mir den halt geholt, weil ich ja keine Elektrik hier verlegt habe und ihn einfach an eine Powerbank anschließen konnte. Und am Anfang habe ich gedacht, ne. Erstmal alleine schon die Art und Weise, wie ich das jetzt hier befestigt habe. Ich wusste nicht, wohin damit. Das war eines der letzten Sachen, die ich hier wirklich dann befestigt eingebaut habe. Und mittlerweile liebe ich das Teil. Der ist, eigentlich ist der
weiß ich nicht, ein schräges Ding, aber irgendwie ist der auch cool. Der macht schönes indirektes Licht. Man kann die ganzen Farben auswählen, man kann die Helligkeit auswählen, man kann ihn an- und ausmachen. Und das nicht nur an einem Schalter hier oben drin, den ich hier an die Wand geklebt habe, sondern auch vom Handy aus. Da gibt es eine App und dann kann man zum Beispiel, wenn man vom Wandern kommt, schon mal Licht im Auto machen. Ist halt über Bluetooth verbunden. Oder wenn man irgendwie gerade liegt und schön eingemummelt ist und sich jetzt nicht hier oben in die Ecke begeben will zum Schalter, kann man von jedem Ort des Autos aus oder von rundherum in ein bisschen Entfernung, kann man alles steuern. Das hat auch noch so crazy Modi mit wenn man einen Film guckt oder dann imitiert es eine Kerze oder so. Ist eine schöne Spielerei, war nicht teuer und ja, ist auf jeden Fall etwas, das ich sehr unterschätzt habe. Was habt ihr noch für Tipps, Gimmicks oder Hacks, die sich bei euch irgendwie bewährt haben? Irgendwas Cooles, worauf ihr gestoßen seid, wo ihr sagt, das ist mein bester Tipp? Schreibt das doch mal in die Kommentare, denn dann lernen wir vielleicht auch noch irgendwas, was wir noch nicht kannten. Und ansonsten würde ich sagen, das war ein Video von In die Ferne. Mein Name ist Chantal Stauder, der Mann hinter der Kamera ist Barbara Ehlichmann. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns hier nächste Woche wieder.